Hallo. Nach da draußen. Der Snake ist schon da. Hallo Snake. Ja, wir spielen ein bisschen weiter. Ein bisschen Mittagszeit, ein bisschen Ruhe. Heißt, der Koali hat Zeit, ein bisschen weiterzumachen. Eigentlich könnte ich auch Podcasts schneiden, aber da ist mehr Arbeit. Alles vor sich herschieben. Naja, gut, wir machen weiter mit Swansong. Und ja. Ohne lang schnacken. Fortfahren. Gab auch ein Update, habe ich eben gesehen. Was auch immer das gemacht hat. Hoffentlich irgendwelche schlimmen Sachen weggemacht, die ich sowieso nicht gehabt habe für meinen Playthrough bisher. Oh, ich glaube, das ist das falsche Ding. Ich habe nämlich, als ich habe ich mal geguckt, was die Skillungen waren. Und ich glaube, das ist auch falsch. Hier, Speicherplatz, genau, das so. Wo haben wir das letzte Mal weiter gespielt? Hier haben wir gespielt, glaube ich. Ja, stimmt, kann das sein? Wir werden es gleich sehen. Ich hoffe, ich habe nichts überspeichert, das wäre kacke. Doch, das war das Falsche. Ich fürchte, das wäre jetzt richtig mies, ey. Hallo? Ich wähle einen neuen Speicherplatz. Das da, Stufenauswahl. Ich fürchte, ich habe da was kaputt gemacht, als ich geguckt habe. Wie ärgerlich. Es sei denn, das Ganze geht jetzt natürlich weiter mit M. MM, komm hier. Thanks, MM. You've brought me Journey. Ah doch, es geht doch richtig weiter. Jetzt bin ich ja mehr erleichtert hier. Jay is waiting in the antechamber. She's nervous. Tell Delson to go easy on her. We'll see about that. Wir waren ja dem Prinzen loyal. Wir hätten auch unsere Freundin wegbringen können. Aber Freundschaft, was heißt das schon in der Vampirgesellschaft, nicht wahr? Okay.
jetzt haben wir Galeb. So, und ich weiß jetzt, wir können uns auch erstmal angucken, was hier geskillt ist, bevor wir hier in freies Ding reingehen. Also wir haben hier Ermittler, Tausendster Veteran, wie bei allen. So, hier hätten wir Rhetorik einschüchtern, Sicherheit, Schlussfolgerung, Weisheit. Ich finde die eigentlich ganz, ganz wichtig hier, die Dinger. Das eigentlich auch. Eigentlich ist alles wichtig. Das ist mal ganz, ganz interessant. So, was hat er für Disziplin in dem Ding? Viel auf Präsenz. Okay. Was hat er bei Tausendsasse? Da hat er keinen Schlussfolgern, aber er hat hier halt überall was drin im Dialogoptionen. Und hier oben in gesellschaftlich super viel drin. Und bei geistig auch noch. Und geht hier ohne extra Punkte. Weiter. Hat er bei Veteran. Körperlich und geistig. Okay. Passt jetzt irgendwie nicht so richtig, finde ich, für den Wontru oder Ventru. Was sagt ihr? Wontru, Ventru? Ich sage eigentlich meistens Ventru. Disziplin. Seelenstärke. Okay, es gibt also kein Bild, der vorgegeben ist, wo er Beherrschung 2 hat. Vielleicht braucht er das auch am Anfang erstmal nicht. Was macht denn Seelenstärke? Nur in Erkundung verfügbar. Fähigkeit, körperlichen Schmerz zu widerstehen. Hungerkosten hängen von der Seelenstärke wert und der Schwierigkeit der Interaktion ab. Verteidigt gegen die Fähigkeit des Gegners erhöht die Siegchance um 50%, wenn es zu einem Unentschieden kommt. Ja, ich glaube, der Bild gefällt mir nicht so. Was war hier nochmal? Ah ne, das war das Körperliche. Hier hat man nichts in Schlussfolgern. Ist das hier oben ein bisschen zu viel? Wir machen da, glaube ich, doch wieder ein eigenes Ding draus. Ich hätte auf jeden Fall gern hier überall einen drin. Der hat auf jeden Fall schon mal einschüchtern. Und das geht mit Körperlichkeit einher. Dann gehen wir da nochmal einen rein. Gesellschaftlich haben wir auf jeden Fall auch einen rein hier. So, jetzt bräuchten wir, glaube ich, für eine Disziplin schon. Ja, jetzt wird es schon haarig. 45 immer. Ah, verdammt, jetzt ist das. Er ist noch da, okay, alles klar. Die haben wir. So. Psychologie. Also, das ist ja das, was die Prozentchance, die wir uns drauf addieren, wenn wir ein Unentschieden erreichen. Hast du aber 5 Punkte über. Ah. 30 Punkte da. 15 Punkte da. Oder wir nehmen halt eine Disziplin. Gehen halt in den Beherrschungsmodus. Was meinst du, Snake? Eher Beherrschung oder eher noch hier vorne im Charakterbogen noch was auf Einschüchtern und Gesellschaftsskillen? Das wären meine beiden Optionen.
Snake noch da? Da ich ja auch nicht weiß, was das auf mich zukommt, weiß ich gar nicht, ob das in der ersten Mission überhaupt so einen großen Unterschied macht, ob ich Beherrschen 2 oder Beherrschen 1 habe. Einschüchtern, der Punkt ist besser als die Beherrschung? Ist die Frage? Ja, genau, das ist die Frage. Ich meine, gegen Sterbliche ist das eh egal, weil die Sterblichen können eh nicht widerstehen. Also wenn, dann geht's nur gegen Vampire, ne? Ist hier noch irgendwie... Ja. Ich glaube, ich mache das hier mit den Einschüchtern noch ein neu und einmal gesellschaftlich noch einen drauf, dass wir besser boosten können. Gibt's denn bei den Disziplinen später irgendwie, bei der Seelenstärke, gibt's da... Ach du Schande, da draußen ist aber jetzt... Das Kind dreht am Rad. Und... irgendwie gern sowas wie Willenskraft erhöhen oder sowas. Schulterblatt zucken. Ich glaube, ich bleib dabei. Und sieht ein bisschen ähnlich aus wie das, was wir bei MM gemacht haben. Aber ich habe halt gerne überall die Optionen drin. Man kann halt nicht so richtig gut, aber ich kann halt fast alles. Genau, einschüchtern ist, glaube ich, so sein Ding jetzt. So. Mach mal so. Du hast keine Punkte auf deine Disziplin verteilt. Ja. Hab doch überall einen Punkt drin. Passt doch. Ich hoffe, das beißt sich jetzt gleich mit dem, was wir machen müssen. Ne? Und dann aber in den anderen Builds gab es auch nichts, was wir in Beherrschung hätten machen können. Also war ja nur ein Präsenzding größer. My Prince. Ja, zunächst sehe ich ebenfalls besser. Alles können als etwas gar nicht. Ja. Sorry. It seems that the Camarilla is in danger. I am at your disposal. Your sense of duty is a credit to you, Caleb. You haven't lost your touch, I hope. The code red is linked to the unification party with the Chantry. No one there is answering anymore. Wie sieht das aus mit der Lautstärke? Ist das für euch so okay? Oder soll ich das etwas lauter machen, das Spiel? Und euch ja gleich mal melden, wenn euch das zu leise ist oder so. Ich frag erstmal, wer da war. How many of us were there? Probably a good 20, give or take. Dr. Dunham and our top spy, Jara Drury, were already there. We might have lost two members of the Primogen. Na, das wäre jetzt natürlich kacke, wenn sogar Primogenen jetzt irgendwie beeinträchtigt sind hier. What about Hartford? Have you heard from them? If those dogs had anything to do with what happened, I'll cut their throats myself. Do you think they might be involved? I don't know. It's too early to draw any conclusions. Where do you want to start? Can I count on you? You have no reason to doubt me. One by one, the Ancillae heed the beckoning and go east. You're the eldest in the city now. Don't do this to me. Not now. I would be very grateful to you and Fang. How may I be of service? Go and see Caius with Jara gone. He's in charge of security. He may have learned something. You can count on me. You have my absolute confidence, Caleb.
Gaius war der Nosferatu, ne? Mal eben hier was gucken. Sorry, Leute. Kurz die Einstellungen nochmal checken, die ich hier gemacht habe. Ja. Ist klar. Und fahren. So. Also, wir sollen den Nosferatu suchen. Das ist ja jetzt ja gar nicht mal so einfach, ne? Mr. Underwood, I'm sorry, but my instructions are clear. You little shit. Da ist er doch schon, oder? Ah, nee, das ist der. Orders. You have no idea what's at stake. My most honored sire, you're wasting your time here. I'd forgotten about your abject fawning. I call it respect. It appears that it's something that sewer rats know nothing about. Apparently, Caius feels he's entitled to refuse to see a member of the Primogen. I won't forget it. Ich bin immer noch am struggeln damit, dass die das als Erstgeborene übersetzt haben. Guck mal, das ist das Kind von dem, ja. Also er ist der Sire von ihm und er hat voll die miesen Werte und der Underwood voll die guten. Das ist irgendwie so ein komischen Verhältnis zueinander. Ich glaube, da kommen wir nicht hoch. Vor allem für 3 Willenspower. Es lohnt sich das? Lohnt sich, glaube ich, nicht. Sorry to hear it. Tell me, you haven't introduced me to your charming protege yet. Zhu Feng. Yes, Zhu Feng. A name that's as delectable as her blood, I'm sure. Ah, you're planning to introduce her to the very select club of Galeb Bezori's progeny, aren't you? Underwood sieht viel älter aus. Ja, das macht ja nichts, ne? Also die Vampire, also Sire, Vampire zeugen, heißt ja nicht, dass die Kinder kriegen. So, überzeugen. Eigentlich redet der ziemlich respektlos mit mir, wenn ich sein Sire bin. Aber ich lade das diesmal einfach. I hope that the prince will allow me to shortly. I hope so for your sake. Who knows? Dear Hazel is so unpredictable. At any rate, it would be an honor for me to welcome and guide her. You will speak of nothing with her at all. Is that an order? A word of advice. Oh, pardon me. I fell out of the habit of receiving advice from you so long ago. Well, if you'll excuse me, I must end this ever so pleasant conversation. I need to find a way to avoid losing too much money. Das ist schon eine echte Arschgeige, ne? Schöner Ventru. So. Wir haben jetzt eine Belohnung von eingekriegt, die wir nicht einsacken konnten, weil wir keine Willpower ausgegeben haben. So, aber wir gucken erstmal, was hat er denn hier liegen lassen? Barrel's handwriting. He was trying to contact his associates. This is a handwritten list. These names sound familiar. Welche? This is a handwritten list. These names sound familiar. Mr. Bezori, can I help you?
I need to see Caius. He doesn't want anyone to bother him. Prince's orders. I see. He's holed up in the server room. You'll need a pass to get in. There's one on his desk. Thank you. So einfach ist das. Manchmal braucht man keine Werte in Überzeugung, man braucht einfach nur den Auftrag des Prinzen. Keiner fragt nach, ob das wirklich der Auftrag des Prinzen ist. No, still nothing. I don't like this. Semisäkulärer Bericht über die Entwicklung der Demografie der Welt der Sterblichen. Aha. It's gonna be a long night. Qualitätsverfall. Und irgendwie überwacht hier jemand also die Sterblichen. Ah, hier brauchen wir sogar Weisheit 2. I don't like this. Wir wissen ja schon von den anderen, also er weiß es nicht, aber die anderen wissen es ja schon, dass hier irgendwas geht mit biochemischen Untersuchungen. Nobody's allowed to go in or out. I don't like the sound of that. That looks like the key to a safe. Nehmen wir das doch mal. Not a minute to waste. Zehnjahresbericht über Evolution der Sterblichen und Verfall der Umwelt. Verschmutzung und Verfall der Umwelt gehören zu den derzeit größten Problemen des Planeten. Diese Geißeln finden ihre Ursache in einer Vielzahl von Faktoren, die sich negativ auf die grundlegenden Funktionen des Ökosystems und damit auf die Nachhaltigkeit allen Lebens, aller Ressourcen und der Existenz der Sterblichen auswirken. Diese Umweltprobleme, insbesondere die globale Erwärmung, sind derzeit sehr besorgniserregend für die Zukunft unseres Planeten und folglich auch für die Aufrechterhaltung eines zufriedenstellenden Qualitätsniveaus unserer Blutversorgung. Für die Umweltverschmutzung und Zerstörung sind mehrere Phänomene verantwortlich. Ja, gibt es in die Hand der Vampire, uns zu retten von der Klimakatastrophe. Lebensmittelmanagement, genau, Snake, genau, richtig, ja. Überbevölkerung, sie stellt eine Gefahr für die Umwelt dar, denn das Bevölkerungswachstum erfordert mehr Gebäude und mehr Nahrungsmittel, was Abholzung, Übernutzung und Verschmutzung des Bodens führt. Erzeugung von umweltschädlichen Abfällen. Die von Menschen produzierten Abfälle sind eine der Hauptursachen für Umweltzerstörung. Sie stammen aus einer intensiven und unvernünftigen Produktion von chemischen Produkten. Diese Abfälle aus Industrietätigkeiten, Fabriken, Krankenhäusern sind eine Quelle für toxische Emissionen. Die Produktion in großen Massen ist auch eine Bedrohung für die Umwelt, da sie zu Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung führt und direkte Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen hat. Spannend. Hätte jetzt natürlich auch was, ne, wenn die Vampire genau wegen dieser Erkenntnisse daran arbeiten, sich von den Menschen unabhängig zu machen, indem sie Blut einfach nur also künstlich herstellen. Mr. Leto is in the server room. Okay. Kaiser's office. The key card must be in there. Ach so, das war gar nicht die Key, der Keycard. Was stöberst du denn hier im Büro? We're stepping up security on every floor. Ja, was machst du da? Ich hatte erwischt. Guck hier mal eben, okay, Technologie 4, what the fuck? Da komme ich nicht hin. Sicherheitscode. Hammer nicht. Muss mal irgendwie gucken. Security has been increased to the maximum. I've never seen anything like it. What is that? Just the keycard? I think Caius used this type of card to access the servers.
Ah, nimm die doch. Weisheit 2. Mark Nightingale eliminiert. Okay. Jones, okay. Agamemnon, okay. Johnson Deke. Ah. Ist das die Liste von denen, die da irgendwie jetzt drauf Kops gegangen sind oder so? Hier irgendwo ein Safe? Hier ist ein Safe. Schloss knacken, Sicherheit 3, Schlüssel verwenden. Wir haben doch gerade den Schlüssel. Inspizieren. What the fuck? Alte Münze, Verbrauchsgut erhalten. Dinar, Florin, Dollar, Pfund. Galeb hat 3 Jahrhunderte lang Vermögen angehäuft und eine besondere Verbindung zu Geld aufgebaut. Es ist kein Machtsymbol oder Mittel zum Zweck, sondern ein Teil von ihm. 2 Willenskraftpunkte wiederherstellen. Nice. Warum auch immer. Aber ich nehme, was ich kriegen kann, ne? Ich würde ja ganz gern trotzdem irgendwie in den Computer rein, aber da sind wir nicht gut genug für. Sonst noch irgendwas hier? Nee. Ich muss jetzt schon sagen, ich vermisse ein bisschen die Auspacks. Aber das haben die Venture nun mal nicht. So, was ist hier mit euch? Good evening. If I can do anything to help, let me know. Ja, erzähl mir, was das Passwort von dem Computer ist. Safe-Türe schließen? Ja, ich glaube, das macht hier in dem Spiel keinen Unterschied. Aber ihr könnt es gerne noch rollenspieltechnisch machen, das ist recht. Nothing new on the police scanners. They're always one step behind. Loop. Ist ja auch nichts mehr drin, wir haben es ja mitgenommen. Wurden ja sogar dabei beobachtet oder so, das ist alles egal. So. The prince wants this floor under surveillance. I'm carrying out orders. Ja, ist ja gut, mein Freund. Mach ja hier auch gar nichts. Ich laufe nur hier in den Server rum. So, gucken wir mal, was die Nosferatu hier so alles machen. Er hat auf jeden Fall Leute zum Reden hier. Das ist mal ein Mini-Serverraum. Aber ein Serverraum auf jeden Fall. So, hier. Mit dem kann ich nicht reden. What? I imagine she sent you. Finally, some good news on this shitty night. What's the situation? Not good. Not good at all. The prince needs more than that. I hope you've got it. You want details. Jetzt mal ehrlich, hier so mit seinen ganzen Äderchen sieht er auch sehr auffällig aus in der Öffentlichkeit, denke ich mal. Hm? Hallo übrigens, Elanur. Schön, dass du da bist. Kann er mir mehr sagen, was auf der Party passiert ist? Kann er sagen, was hat den Road Code Red ausgelöst? Wer hat die Nachricht hier entgegengenommen? Tell me what happened. Everything was going as planned until 11:10 p.m. The prince's child, Miss Sellers, contacted me. The Hartford Warlocks had just arrived. That's the last time we heard from any of them. Less than 20 minutes later, we received the code red just as we were leaving to join them. Who sounded the alert? A man named Wu. Ever heard of him? A retainer, one of Jason Moore's bodyguards. Moore? The asset manager. What was he doing at the unification party? He was supposed to answer technical questions about the financial viability of the agreement. Moore is good at hiding our kind trafficking. He's one of them, after all. And you're the one who received the code red, personally. It arrived directly here. It's authentic.
I verified it. Anything that could be of interest to the Prince? I'm working on it. Jara Drury is the expert, not me. If only she was here. Da hält er die Anarchen im Auge. Okay, das erste Mal, dass wir von den Anarchen hier was hören. Any movement with the Anarchs? As usual, they're keeping their distance. You know, it's always a pain in the ass to locate them. Any word from Hartford? Do you think it's them? It would be ill-fated. I knew we should never have trusted those damn warlocks. Any sign of Jara? Nothing at all. And that's not good. According to the protocol, she should have been there early. If they got hit, she would have been first in line. There's one thing we haven't considered. The Crimson Oaks. They were behind the Quincy Market attack, weren't they? I don't have any proof. We just caught a thin blood who wanted to trap the prince, and who told us about them. Apparently they're new in town, but Miss Drury thinks he's giving us the runaround. Did you look into it? I tried, but I didn't have the resources to discover anything else. Leave no stone unturned. Hello. You. It's about damn time. Shit. What? You're... Hello? Damn it! I lost them. Who was it? Woo. Shit. Now it's just ringing. What did he say? The party was indeed attacked. Apparently it was a real bloodbath. He and James had just enough time to get more out. They're stopping by his place to pick up some sensitive documents. And then what? Are they coming here? I don't know. We got cut off. Call him back. I'll inform Hazel. Das hat er alles in diesen paar Sekunden gesagt? This is a critical moment for us. I have summoned you here tonight. To organize our reaction to an imminent threat. What threat exactly? We've got no reason yet to Cut her off again and I'll slit your throat. Oh! Excuse me! Careful, Hazel. How dare you speak to me like that? Enough! I command you to be silent and listen to me. Oh, so that's how it is. That's enough, Beryl. Yes, it's come to this. You would do well to listen to your sire. We have just been attacked. This is not a time for childish displays of discontent. Galeb, the code red was sent by Wu. Go to Moore's and find out what's going on. As you wish. And bring Moore back to me. He was supposed to be at the party. I don't understand why he's the only one who was able to call us. I would like to speak to him very much. Consider it done. I trust you. He might be involved in this, so gather any documents you can find there that could tie us to him. Very well. Delson, see if you can get Caius to find us a new middleman in the cane business to manage our interests. I don't want to take any chances. Then, I want you to talk to everyone. Somebody must have seen or heard something. Die Übersetzung ist irgendwie Make sure weird. All our defenses are in place. Yes, Hazel. MM, you will go to the old Jefferson Library. What's there? That's where the Hartford Chantry calls home here. I gave them the building so they could have a base in Boston. I demand to take her place. Request denied. What game are you playing, Hazel? It's a suicide mission. It's all right. I got this. I'm not made of sugar. She's not ready for this kind of mission. I should go with her, at the very least. No, you will remain here. Emem goes alone.
Why don't you send Dajan instead? Enough, Hilda. Dajan has work to do elsewhere, and I don't need to explain myself. Hazel, if anything happens to her, I'll... Nothing, Hilda. You'll do nothing. It's high time you learned to trust her. Which one of us are you planning to send to the party? She's already left. What? Who? I sent Laisha. Are you serious? A few hours ago, she was snoozing behind locked doors in a psych ward. You're playing a dangerous game, Hazel. Without us, you would never have come into power. You've chosen the worst possible moment to turn your back on us. On the contrary, I find this moment very appropriate. I am the Prince of Boston, and you are the Primogen. I owe you nothing. Delson, escort them out. The session is adjourned. You all have your instructions. Spannend. Also, die konnten nur so mit ihr reden, weil sie die Primogenen sind. Ansonsten wären sie, glaube ich, direkt schon... Ja. Du hast herausgefunden, warum Gaius Leto sehen wollte? Ja, okay. Du hättest mehr über die Nachforschung von Leto herausfinden können. Ja. Okay. 25 Erfahrungen. 10% Erfolgschance bei... Okay. Schade. So, können wir überlegen, was wir spielen wollen, ha? Huh? Nach dem Code Red mobilisiert Hazel Iverson, der Prinz von Boston, alle ihre Ressourcen. Die Vereinbarung der Wiedervereinigung ist in Gefahr. Angesichts von steigenden Zweifeln und Argwohn von beiden Seiten aus muss MM sich mit Deneb Osborn treffen, um die Situation zu klären und sicherzustellen, dass die Allianz noch gilt. Also die trifft sich mit den, mit dem Hexenmeistern. Mhm. Galeb muss in Moores Wohnung und Moore zum Prinzen bringen und Laisha muss den Ort der Feier besuchen. Tja, mit was wollt ihr spielen, Leute? Was wollt ihr sehen? MM, Galeb oder Laisha? Hinein in den Chat mit euren Vorschlägen. Snake will Galeb sehen. Na dann, schauen wir mal, was mit dem Moor ist, ne? Bist du auch so ein alter Venture-Snake? Spielst du Venture sonst, oder? So, wir haben 25 Punkte, die wir ausgeben können. Davon kriegen wir keine Disziplin. Und keine Attribute. Ach doch, hier, geistig können wir steigern. Einschüchtern können wir nicht steigern. Ich fürchte, das ist das Einzige, was wir steigern könnten, wäre geistig nicht. Das macht jetzt gerade irgendwie nicht sonderlich viel Sinn. Ich mag die Spielweise eines Venture, ja. Kann man mal machen, ne? Also die 25 sind zu wenig, da werden wir sparen müssen. Ich hoffe, das verfällt nicht. Aber es wäre blöd, wenn es verfallen würde. Nice badge.
keep an eye on the elevator. I'm gonna go wait for forensics. Okay. Let me know when they get here. Oh, excuse me. Message from the sheriff. Prince asked Moore for 5 reports. If I can't bring back their author, I must bring back the reports at least. I'll know them when I see them. Okay. Jean-Sika, Hilda, Jara. Bericht über die Erstgeborenen. Okay, dann müssen wir uns also gut umsehen hier. That's not a good sign. Nee, nicht so richtig. Guck mal, hat jemand irgendetwas hier? Also hier ist auf jeden Fall irgendwas in den Fahrstuhl, ne? Oder aus dem Fahrstuhl raus. Ist das eine Reflexion oder ist das was, was ich mir angucken kann? Eine Reflexion, okay. Quatsch mal mit dem Bullen hier. Special Agent Smith. The FBI. Finally some backup. Lieutenant's expecting you. Straight ahead. Watch out for the bloodstains. Forensics hasn't been through here yet. Got it. Das war mal wieder einfach. Ich frag mich, ob sie in dem Spiel auch den Beuteausschluss der Ventru drin haben. Okay, hier gibt's überall Blutsplatter. The victim lost a lot of blood. Ja. Cooles Aquarium auf jeden Fall. Lieutenant Anderson, I'm in charge of the investigation. Special Agent Smith, FBI. Really? Smith? Is that some kind of joke? No, why? Let it go. Never mind. I'll give you the DL. We got a call from the caretaker around 2:15. He told us that one of his residents was brought in with an injury carried by his bodyguards. We sent a squad car that got here around 2:45. Is the caretaker still here? He's in the living room. But I don't think you'll be able to get anything useful out of him. Poor guy's in shock. Who was the first person on the scene? That would be Baker. He's somewhere around here. It shouldn't be hard to find him. Okay, then what? When they stepped inside, the guys came face to face with that. Do we know who the victim is? Yeah, he had his ID on him. It's the owner, a guy named Jason Moore. I don't know Shit. Who this guy pissed off, but things didn't work out too well for him. Did you secure all the exits and entrances to the building? Yes, we've got men on the ground floor and in the parking garage. How do you get to the parking garage? You'll have to ask the caretaker. He's the one who took my men down there. Do we know if he had a family? Yeah, a wife and an 8-year-old daughter. The wife, Lydia Moore, 34 years old. Architect, dual citizen of Costa Rica and the U.S. No criminal record. Yeah, we're trying to get a hold of her. The daughter, June. We've looked and she's not here either. What have you got on Moore? He was an asset manager. But if you ask me, he was involved in some shady stuff that we're sure to find out about. It's not every day that an accountant gets his head chopped off. Where are the bodyguards? We haven't found anyone yet. Go on. We're still looking for the head. We're waiting on forensics for everything else, but they're busy with another case. What case?
You haven't heard? At one international place. They say it was a real bloodbath. So, you're here to take over the case? No, no. I'm working on something else. Moore's name popped up in one of our investigations, but I can't talk about it. Okay, I'll let my team know. Ohne Kopf glaubst du nicht, dass es Moore ist. Ja, dass eher die Forensik nicht da war, ne? Und Fingerabdrücke oder sowas irgendwie. Das Ungesehene spüren. What? Wir doch auch Specs. Das unsichtbare Spüren aktiviert es, reicht es, wenn du einen nichtmenschlichen Charakter anblickst, um ihn zu identifizieren. Du kannst außerdem die von übernatürlichen Wesen hinterlassene Spuren aufdecken und mehr über sie erfahren. Aha. Agent Smith from the FBI is here. We're still in charge of the investigation, so please cooperate with him. He was decapitated. It was a pretty clean cut. Na, ihr Fische, habt ihr was gesehen? Jetzt Animalismus haben, ne? Irgendwie, jetzt ein Nosferatu hier reingeschickt, der hat die Fische befragt, was hier passiert ist. Zack. Aber nein, Ventru. Aber hier ist irgendwas ganz Besonderes anscheinend. Das ungesehene Spüren kostet 2 Blut. Gucken erstmal, was es ist. Moore's driver's license. Mhm. There's a retainer here somewhere. Hmm? War Moore Vampir? Gucken. Boston? Nichts über Moore hier. Also wenn er Vampir war, dann war der das auf jeden Fall nicht, wenn er enthauptet wurde, ne? Hallo Gevatter, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. One of the weapons is missing. Ah, ja. So. Aber hier auf der Seite waren wir noch nicht. Guck mal. Ist Sicut Partibus Sit Deus Nobis, First in the Nation. Aha. Sorry, I'm busy. Bei Gevatter ist alles gut. Bei mir auch. Ja, der Kind macht gerade ein bisschen Anstalten draus. Ich hoffe, das hört man nicht zu laut. Eine Frau ist bei ihm. Ich hab ein bisschen Problemchen mit dem Wetter. Also dieses ganze Sturm und Ding geht mir ein bisschen um den Kopf. Where in God's name is forensics? Sonst ist alles in Ordnung. Come on. Natürlich liegt hier ein Donut rum, ne? Don't worry. So eine geile Bude, oder?
Schon wieder nur so eine Reflexion. Das mag ich ja an solchen Spielen nicht, wenn die mit der Reflexion irgendwie spielen. Are you all right? Yeah, just a little faint. I was expecting it, but then... Give me a minute and I'll head back. The sight of blood. We've all been there, haven't we? No. Ugh, what a stench. There are bloody prints on these bags. There are bloody prints on these bags. When I knew him, he took better care of himself. What's going on with him? So ein Apfel, auch ganz gut. Und Schreck. Pizza, Chips. Ja, eine kleine Party gefeiert hier, hm? Nothing, Lieutenant. The dinner of a mortal who's at the end of their rope. Aber sowas von direkt aus der Büchse essen. Ey, da hast du so eine Bude und so eine Küche und dann frisst du direkt aus der Büchse. Has changed since my last visit. Ist ja riesig auch, ne? What a mess. Nobody's done the cleaning in ages. Naja, hab ich schon schlimmere Wohnungen gesehen. Das muss also der Nervenzusammengebrochene. Somebody slept here. Jemand hat also auf der Couch geschlafen. Gut zu wissen. Noch mehr Pizza. Gutes Verhältnis mit den Moors. Am Tatort anwesend. Moore kam gegen 2 Uhr morgens zurück, verwundet. Mit Bodyguards. Brauche mehr Infos, aber Mr. Adams stand unter Schock, fühlt sich schuldig, denkt, er hätte mehr tun sollen, loyal, professionell, freundlich, oldschool, akribisch gebildet. Okay. I have to question him. He's still freaked out. I don't think it's the right time. Mr. Adams. No. This can't be happening. What a nightmare. So much blood. I've got a few questions. I tried to help him. I told him we should call 911. I told him. Es scheint so, als hätte er länger keinen Kontakt mehr zu Frau und Kind gehabt. Ja, könnte sein, ne? Weiß man nicht so richtig. Zumindest habe ich noch kein Kinderzimmer gesehen, aber das war noch nicht überall. Er muss sich wieder unter Kontrolle bringen. Können wir mit Einschüchtern machen? Das könnten wir sogar boosten. Mit Psychologie könnten wir auch geboostet irgendwie höher kommen. Allerdings hat der Fokus dagegen. Aber ja, kommen wir nehmen Präsenz, oder? Aber das kostet uns 3 Blut. Und ich weiß nicht, wie viel wir hier noch brauchen. Willpower haben wir momentan noch mehr.
94% Erfolgsaussicht. Mr. Adams, you need to calm down. You're not responsible for it. We all know that. So, come on now. I need some answers. You. You've got a heart made of stone, sir. Go ahead. Ask away. Ask your damn questions. What do you want to know? Did you know Mr. Moore well? We weren't friends, if that's what you're asking. But we got to know each other. With time. He was a creature of habit. Since he worked late, he would often ask me for things at night. Newspaper? Batteries? Ice? I think he asked me for just about everything. I prided myself on always being able to get what he needed. No matter what time it was, you'd have thought he pretty much lived after dark. Like his clients. Did Mr. Moore have many visitors? For a man with his status, it was nothing surprising. But, well... Yes? His visitors mostly came in the middle of the night. I must admit, that's a little unusual. That's what working for us is like. He told me he had a lot of foreign clients, and he had to juggle different time zones. That's what working from home is like. He had colleagues over for late night meetings, too. But since little June was born, not as many people came around. That was wise. Did he have any enemies that you were aware of? No. He was a very respectable man. Naja, wenn er mit Vampiren zusammengearbeitet hatte, der garantiert den irgendwelche Gegner. Without any disrespect to the deceased, were you aware of any extramarital affairs he may have had? Mr. Moore was a good man. He would never have disrespected his wife or even contemplated it, I'm sure. She could have been okay with it. There were no young women coming and going. That's a very inappropriate question. I don't want to talk about this anymore. Do you know his wife? Mrs. Moore is a model resident. She always has something nice to say to the staff. And is the first to welcome new neighbors, too. A true lady. Do you know where she is? Mr. Moore told me she'd gone to their home in Costa Rica. She goes there pretty often. She's an architect, and she likes to work in her home country. She has family there. Do you think anyone could have been so angry with her that they could have taken it out on her husband? Oh, no. I don't think so. It's true that lots of people could have been jealous of her. But not to that point. Do you think she could have been having an affair? Well, okay, die Willpower geht doch schneller runter, als ich dachte. Who loves her husband very much. I don't know what sick kind of world you live in. And you would certainly not like to find out. They had their ups and downs, just like any couple. The staff had noticed that she went to Costa Rica fairly often without her husband. Was she thinking of leaving him? Not at all. Just the opposite. She begged him to spend more time with her and their daughter. Das ist nicht okay. Mit ihr und der Tochter. Ich dachte schon irgendwie, wenn er nur verbring mal mehr Zeit mit deiner Tochter, ist nicht dasselbe mit verbring mehr Zeit mit mir oder so. I imagine the girl left with her mother? Not at all. It was the start of the school year, and Mrs. Moore left 2 weeks ago. I haven't seen her since Monday, when Mr. Moore took her to school on the first day. She must be staying with a friend. Poor little thing.
Thank heaven she wasn't here. Do you know his bodyguards? Yeah, there's Jack, James, and Wu. But you won't hear me singing their praises. Why not? Oh, they're good at strutting around and acting tough when everything is going well. But where were they tonight? Can you tell me that? That was their job, right? They were paid to protect him. What do you mean by acting tough? More than once I overheard them talking to Mr. Moore, like they were his boss. The world upside down. They worked for us, just like your dear Mr. Moore. I hope they won't find another job anytime soon. Tell me about the evening again, please. What happened tonight? Mr. Moore left with his three bodyguards earlier in the evening. One of them got in the car, and Mr. Moore came down around midnight. And then? They came back around 2 a.m. Mr. Moore was limping. He was leaning on one of his bodyguards, and he was bleeding. Was he injured? I told him I could call an ambulance or a doctor, but he didn't answer. I went closer to insist, but Wu told me they were in control of the situation, that it was no big deal. They went upstairs, and I saw drops of blood in front of the elevator. I told myself they were being unreasonable. What did those two goons know about it? So I called Mr. Moore on the internal line several times. Did he pick up? Not once. So I went upstairs and rang the doorbell, but nobody answered. So I went back down to the front desk and... Hallo, liebe Rhea. I called you. Dankeschön, Rhea Starschild, für den Raid. Hoffe, ihr hattet Spaß bei eurem Stream. Wir spielen hier ein bisschen Swansong. Gucken ein bisschen in die Welt der Vampire und befragen hier gerade jemanden, der... ja, sowas wie so eine Art wie ein Butler ist zu jemandem, der anscheinend tot ist. Und wir müssen nur gucken, was passiert ist. The lieutenant told me there was an access to the basement. Yes, using the service. Hallo Lupo. Schön, dass du da bist. Kitchen. You need a magnetic pass to use it. Hi. Gave the spare to your colleagues who wanted to go down there. I still have the original. Do you want it? Please. Thank you for your statement. You have to find out who did this, officer. Justice needs to be done for him. And for his family. And we need to find out who's messing with us. That's what we're here for. You can count on us. Stick around in case we have more questions. Immerhin kriegen wir zwei Willpower wieder, aber es hat jetzt irgendwie ordentlich gekostet, ne? Okay, also wir haben, also so viel haben wir nicht irgendwie rausgefunden, nur wenn wir mal die Keycard bekommen. Und wir wissen, dass seine Frau und sein Kind nicht mit ihm herumlaufen, die nicht da sind. Boston. A truly peaceful oasis. Why were you looking for peace, Jason? Plüschtiere sind immer gut. I warned you, Jason. God, did I warn you. We destroy all that we touch. Hmm.
hadert wahrscheinlich mit seinem... Überall, wie viel verschiedene Flaschen Wein hatte der irgendwie? Der hatte auf jeden Fall ein tierisches Alkoholproblem. Überall ist Wein in dieser Wohnung. Bin ich eigentlich irgendwie zwischen oder von dem Weg runter? Nee. They wanted to bring a little vacation back home. Anscheinend. Okay, hier könnten wir jemanden reinlocken, wenn wir denn Blut bräuchten. Momentan sieht das noch ganz gut aus. I must remind him of Costa Rica. It's a whole way of life there. Slow down and enjoy things, in contrast to Jason's life. It seems like gardening is a real passion for Lydia. Not sure Jason shares your enthusiasm. Er sagt auch noch, dass er spricht auch noch so, als ob er noch lebt. Solange wir den Kopf nicht gefunden haben von der Leiche, bin ich da auch noch nicht davon überzeugt, dass das wirklich der ist. Badezimmer. Auch hier wieder so schöne Pflanzen. Und wir könnten eigentlich mal wieder diese Vampirsicht hier anmachen. Auch da drüben nochmal benutzen. Und vor allen Dingen in dem Raum mit dem Hasen. Hier ist sonst nichts mehr. Schrank kriegen wir nicht auf. Hier noch irgendwelche vampirischen Hinweise. Scheint nicht. Okay, hier sind wir jetzt wieder in dem Vorraum. So, ich glaube, dann haben wir das Erdgeschoss soweit durch. Hier war ja die Küche, beziehungsweise der Essbereich. Aber hier haben wir auch nichts übersehen oder so, ne? Ah, hier ist noch ein Vorratsraum. Fine vintages imported from Europe. More noch mehr Wein. Guests. Riesig dieser Bereich hier. Okay, hier ist... Wet laundry. Mold. It's been here for several days. Hier geht's sonst nur zum Aufzug. Kommt man da? Damit kommen wir bestimmt nach unten in die Garage. Aber wir müssen uns ja noch den oberen Bereich auch noch angucken. Hier, was ist denn, was hier noch so irgendwie ist? Weirde Kunst auf jeden Fall. Mhm.
This is where I met Moore for the first time. Richard Senton, Präsident der Boston Region Metropolitan Planning Organization. Betreff Renovierung und Erwerb des Grundstücks, blablablub. Sehr geehrter Mr. Moore, ich schreibe Ihnen, um Sie über die heutigen Abstimmungen im Anschluss an die vierteljährige Stadtratssitzung zu informieren, bei der Ihr Renovierungs- und Akquirierungsprojekt mit einer überwältigenden Mehrheit von 89% genehmigt wurde. Mit dieser Entscheidung bekräftigt die Stadt ihre Unterstützung für ihren Mandanten und für die Mitglieder von MPO und MassDOT. Sie werden in Kürze das endgültige Engineering-Paket vom MPO und MassDOT erhalten, das auch die akustischen Messungen rund um die Clubs ihres Kunden enthalten wird. Okay. Arbeitet also relativ erfolgreich. Ah, hier ist wieder ein vampirischer Hinweis. Aber wir können ihn nicht angucken. The mayor's deeds. Deeds, stock portfolios. Moore doesn't just manage the Camarilla's business. A Boston manufacturer's files. Da war also jemand dran. Portfolios of old shares. Irgendjemand hat sich also über die Akten hergemacht. Na? Sicherheit 3. Würde uns den Rest unserer Willpower kosten. Sah fast so aus wie das Glasfenster aus Notre Dame, ja. Wie findest du das Game? Ist ja so, ich finde das eigentlich ganz cool. Ich mag diese entschleunigten Spiele. Ich bin halt irgendwie schon. Also, bin zu alt für so Action-Zeug. Und bin allerdings ein bisschen schlechter drin, irgendwie mit so, wenn so geheime Akten und so Geheimnisse entschlüsseln, Clues ziehen. Und wir holen uns hier zwei extra Willpower von dem Ding, damit unsere Willpower nicht auf Null fällt. Und hauen uns hier mal durch. Haben wieder ein sicheres Gebiet gefunden. Vertrauliche Akte von Dijon Siaka. Die suchen wir ja auf jeden Fall. Dijon Siaka ist kein sehr attraktives Mitglied unter ihren Erstgeborenen. Er hat auch kein besonderes großes Interesse an Buchhaltung, daher lässt er mich sein kleines Vermögen ganz nach meinem Gutdünken verwalten. Er kommt regelmäßig zu mir, um Geld zu waschen, das er aus seinen zahlreichen Geschäften mit okkulten Gegenständen erhält. Da die Beträge stets relativ unbedeutend sind, war das für mich nie ein Problem. Nachdem er sich lange Zeit auf die Großzügigkeit verlassen hat, hat er nun genug Geld angehäuft, um trotz seiner erratischen finanziellen Angewohnheiten allein zurechtzukommen. Aus diesem Grund empfehle ich Ihnen, eine beträchtliche Menge Geld zu sparen, indem Sie Ihre Zahlungen an ihn einstellen. Sollten die Zahlungen ein Mittel sein, um seine Loyalität zu sichern, überlasse ich es selbstverständlich Ihnen zu beurteilen, ob dieses eine gute Idee ist oder nicht. Mr. Siaka ist das, was wir in der Branche gerne als Melkkuh bezeichnen, obwohl er selbst sich wohl... Are you making plans in case things go south? Or are you planning to leave us? Obwohl er sich selbst wohl eher als Sammler bezeichnet. Er gibt sein Geld freizügig für Dinge aus, die ihm wichtig sind, ohne dabei wirklich Rücksicht auf Gewinn zu nehmen,
den er daraus ziehen könnte. Neben den okkulten Aktivitäten, okkulten Gegenständen und antiken Werken, die eher schwierig diskret zu transportieren sind, erwärmt er besonders gerne die Instrumente von Musikern, die er bewundert, hauptsächlich Jazzlegenden. Er hat kein großartiges Geschick in Verhandlungen und obwohl ich ihm immer wieder angeboten habe, Profis zu beauftragen, um die besten Bedingungen auszuhandeln, zieht er es aus irgendeinem Grund vor, dies selbst zu tun. In mir sieht er einfach einen Buchhalter, was ihm allerdings zu seinem Vorteil gereicht. Ich habe das Gefühl, dass er keine Vorliebe für Leute wie mich hat. Bitte beachten Sie, dass er mich regelmäßig bittet, in Voodoo-Gruppen in Louisiana zu investieren, mit großen Verlusten. Ich versuche, ihn davon abzubringen, aber er scheint entschlossen zu sein, auf diese Weise weiterzumachen. Die vollständige Liste der Unternehmungen habe ich ihm angehängt. Dejan, are you making plans in case things go south? Or are you planning to leave us? Ich würde Ihre Aufmerksamkeit auch gern darauf richten, dass Mr. Siaka vor kurzem in ein Grundstück in der Nähe von Salem investiert hat. Dort befinden sich Wohnungen, Lagerhäuser, Garagen, dieselbe Art von Grundstück. Und in derselben Größe wie das Grundstück, das er derzeit in Boston besitzt. Es erweckt den Anschein, als hätte er die Absicht, einen zweiten Wohnsitz zu etablieren. Wichtiger Gegenstand entfernt. The Prince asked more for a complete report on the members of the Primogen. An auction. Acquisition of Lot 87. Dejan Siaka. A trumpet belonging to Don Ellis. An auction. Acquisition of Lot 87. Dejan Siaka. A trumpet belonging to Don Ellis. Da geht's nicht weiter. Okay, also haben wir jetzt hier die massive Willpower ausgegeben, um hier an die Akte zu kommen. Immerhin. Obwohl das mit unserer Hauptquest jetzt ja nichts zu tun hat. Blut brauchen wir gerade nicht. Aber wir können mal versuchen, mit dem zu reden. Son of a bitch wasn't messing around. Have you seen all that cash? Münzen. Souvenir from the Hong Kong Stock Exchange. Nice collection. Working for us has its advantages. Genauso Geld fixiert wie Galeb anscheinend, ne? Okay, hier hat er. Human logic is beyond me. What's the point in doing that? Puzzelt? Oder was zerrissen und wieder zusammengepuzzelt? Und überall, echt überall Alkohol. What the fuck? Das ist nicht gesund, würde ich mal sagen. Also hier kommen wir, glaube ich, kommen wir her, ne? Sehr gut, noch eine alte Münze, die können wir direkt mal hier verbrauchen. Willenskraft! So. Wohl war wahrscheinlich blöd, ich weiß ja nicht, irgendwie, vielleicht sollte man die immer erst verbrauchen, wenn man weiß, dass man sie auch benutzen muss. Lydia and June at the beach. Ah ja. Schlüssel zum Archiv. Ja geil, jetzt hätten da ist er. Da hätten wir also gar nicht gebraucht, diese Willpower-Ausgaben, ne? Naja, gut. Oha. Safe. Now we just have to find the code.
Du hast meinen Anruf nicht angenommen. Ich hab dir eine Nachricht hinterlassen. Wir brauchen dich heute Abend. Lass es mich wissen. Jason, ich werde nach Akten gefragt, die du vor einer Woche hättest schicken sollen. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Schick sie her. Großer Jet gechartert für eine Reise nach, von Boston nach Hongkong. Okay. Okay, ohne den Code kommen wir da wirklich nicht dran. Da war sonst nichts drin, ne? Nee. Das haben wir schon gelesen. Okay, hier gibt es ein Überwachungsding. Und schon wieder Pizza. It was my greatest pleasure before. Now everything tastes like ashes. Magnetschlüssel. Okay. Officer Baker, can I help you? Were you the first person to arrive at the scene of the... Ah, das ist der. Okay. Yes, sir. My partner and I were the first to get here. Just tell me about it. We got the call around 2:20. The caretaker had called because a resident was injured. It took us about 20 minutes to get here. The poor guy was in a panic. He told us he'd seen one of the tenants, Jason Moore, enter the building, and he looked hurt. He was being held up by his two bodyguards, and he was bleeding a lot. Zieh the Unseen das Bild nochmal betrachten. Das habe ich nicht. Ich habe keinen Auspex. Und ich habe diese Vampirsicht, die man hier anscheinend ja trotzdem hat, habe ich die ganze Zeit an. Aber können wir gleich trotzdem nochmal machen, wenn du magst. Geldscheine konnte man auch genauer betrachten. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Did he see the wound? Yeah, he said the victim was holding his right hip. So I went upstairs with the caretaker. We saw blood in the elevator and on the landing. I rang the doorbell, but nobody answered. So the caretaker opened the door. I identified myself. There were traces of blood leading down the hall away from the entrance, and just after that, I found the decapitated body. Did your partner come with you? No, he stayed in the foyer to secure the entrance to the building. Did you touch the body? No, there was nothing I could do to help him. So I secured the scene. I put my gloves on to take his ID out of his jacket pocket so we could identify him. Then I called it in. Where was the caretaker during that time? I told him not to come inside, but he followed me. When he saw the corpse, he was really shaken. He wouldn't let go of me. Then what did you do? I called for backup. They told me that forensics would get here as soon as they could. They were out at another case. That was their top priority. After that? I secured the entrance to the apartment. After that, I searched the ground floor. There was nobody around. But from the looks of things, somebody searched the apartment.
When Sergeant Lehane got here, she took care of upstairs. It's a good thing, too, because it took everyone else another 15 minutes to get here. She didn't find anyone there. So there's no sign of the family, then? Nothing. The place is empty. Ah, dann gehen wir wieder auf Null, ne? Also das auf komplett auf Null runter. Bin noch nicht bereit, das zu machen. If you remember anything else, let me know. Of course. So. Live stock prices. I had fun for a while too, at first. So, als ob der gesagt, ich soll mir hier mit diesem Sicht, dieser Sicht hier nochmal das Bild angucken, aber das hatte ich eigentlich eben schon. Vielleicht gibt's hier noch irgendwas. Lydia and June at the beach. Pura vida. Oder welches Bild meintest du? So, und dann habt ihr gesagt, ich soll hier nochmal gucken. Nice collection. Working for us has its advantages. Also ich sehe hier nichts Besonderes. Ja, war nix. Warnix. Vielleicht können wir mit der Keycard, die wir gefunden haben, irgendwas machen. Ein Ding. Aber ne, wir brauchen den Code. Aber wir haben hier 1490. Ah. Ist das wegen der Vampirsicht? Ja, man kann es immer sehen. Okay, wir haben vier Nummern. Das ist schon mal falsch. Wenn man das jetzt so oft machen, wie man will, dann so. Das soll ein bisschen systematischer machen hier. 1, 0, 4. 1, 0, 9, 4.
Ich bin da ein bisschen zu ungeduldig für. Darf ich einen Tipp geben wegen dem Code? Ja, mach mal. Bin da nicht so. Mach mal ruhig. Gib mir mal einen Tipp. Jetzt nach oben. Rechts. Gut, hat 6 Zahlen und das ist das Geburtsdatum von der Tochter. Aha. 6 Zahlen. Haben wir irgendwo noch ein Ding von... Technologiewert um 1 erhöhen. Jetzt habe ich wahrscheinlich nur irgendwann wieder vercheckt zu wissen, wann seine Tochter geboren wurde. Hilft mir also nicht weiter. Im Haus gibt es eine Info, wo das Datum steht. Ja, suchen wir mal. The ghoul who was searching here was looking for something specific. Ich weiß noch nicht, ob ich das cool finde, dass er diese Fähigkeit hat. Irgendwie, das sollte irgendwie nicht. Das ist irgendwie nicht so. Ne. Ugh, what a mess. A fortress security catalog. They install highly secure rooms. Steckt der Waffenschrank. Tochter ist 8, welches Jahr haben wir Ingame? Das hilft uns ja nicht, wenn wir das genaue Datum nicht haben, ne? What are you playing at? Oh, I beg your pardon? Ach, das ist der Ghoul. Mess with me. Who are you? Calm down, Mr. Bazzori. I meant no disrespect. I work for the Council. Why would the Council have sent her without warning me? Most of the time they send me to clean up. Are you behind this? No. I got here after it happened. What's that file you've got? Oh, an account file. Have it. Here you go. Okay. Hmm. Let's see how much she knows. All right. What have you found? Oh, I'm a little embarrassed. I'm not really allowed to talk about my missions. Prozent Erfolg ist jetzt auch nicht so geil. Give her a chance to explain. Konfrontation beginnen. Bei einer Konfrontation musst du kämpfen, um deinen Gegner zu überzeugen. Das Ergebnis einer Konfrontation wirkt sich auf die Entwicklung der Geschichte aus. Konfrontation besteht aus einer bestimmten Anzahl von Phasen. Wie viele das sind, hängt vom Ziel der Konfrontation ab. Jede Phase endet als Sieg oder Niederlage. In jeder Konfrontation ist nur eine bestimmte Anzahl an Niederlagen gestattet. Wenn diese Zeile beschritten ist, verlierst du die Konfrontation. Okay. Think very carefully about what you're going to say, Lane. I'll ask you one more time. What are you doing here? You're putting me in an awkward position. Hm.
You know our rules. You know you don't have a choice. What are you playing at? I appreciate your consideration. I know that my life is in the balance. I'm listening. I was sent to get Mr. Moore and his papers. But why didn't the prince tell me? I don't know what's going on, but I really don't have time to lose. What do you... You can be sure I'll report this to both the council and the prince. No, please. I don't have a choice. I beg you. I'm only following orders. If you complain about me, I'm done for. Promise me you won't tell anyone about it. Please. I've always been a loyal servant of the council. I'm risking my life. Werde ich nicht gewinnen. Ich habe nicht so genug Willpower. You're right. I really don't want to. So be it. This will be our secret. Fine. If we've both got to be here, we might as well work together. Well, I've already searched the wife's office. Nothing. Then I went through his office. It looks like someone has already cleaned it up. I didn't find anything. I'm working on the bookshelf in this hallway, and I found something here. What? A file on the domain's finances the council would rather not see end up in the police's hands. Give it to me. I must return to the court tonight. There's no need, sir. I have to destroy them. Shit. Quit stalling, Lahane. Give me the files. I'm sorry, I can't. Listen, have you thought about what you want? Your career? I know how to stay in my place. I can't think. I must obey my master, no matter the cost. Sorry. I've got orders, Mr. Bazzori. Lieutenant, over here! What is it, Lane? I just found these files. We need to take them to the Financial Crimes Unit. Come with me to the elevator, and I'll show you, sir. You can go, Lieutenant. All right, Smith. See you later. Well now, it's just the two of us. That was clever, but I think you're going to regret it. No, wait. Sir. Give me the file. Okay, okay. Here you go. I tire of this little game. Your mission is to answer my questions if you want to keep on climbing the food chain. Understood? Yes, sir. Tell me exactly what they asked you to do. I got a message at 2:20 telling me to go to this address. I was supposed to pick up more and some financial documents. After that, I was supposed to wait for further instructions. Well? I hope I'm not going to have any trouble. I'll tell the prince you obeyed your orders, but you'd better go. But my mission. I've got to... No questions, Lahane. Very well, Mr. Bazzori. Wenn ich auf den Code kommst, kann ich ihn auch sagen. Ja, ich guck erstmal. Ja, ich war ja noch nicht überall, also. I need to see you there. Okay, sure. Ah!
Ach. Ich bin dumm. Man muss das festhalten. Ja, 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 ja. Immerhin ein Blutpunkt. Ja, danke schön. Shit, okay, das ist jetzt schon mal vorbei. Wir hatten aber noch irgendwo einen safen Raum gehabt, ne? My sire always said that at a prince's court, like in a game of chess, you must know when to sacrifice your pawns. Ja, unten beim Garten, genau. June's whole life in pictures. Any news, guys? We're waiting on CSU for that. Vierter, 9.2015. Okay. Und 9.4. ist es wahrscheinlich, weil es ja 0409 15. Was muss ich mir aufschreiben? Das kriege ich sonst nicht mit, ey. Ich habe leider das Gedächtnis eines Nudelsiebs. Okay, also kommen wir unten wahrscheinlich dann schon mal an den Safe ran. Sehr schön, ja. The diary of an 8-year-old girl. June. Jason's daughter. Tagebuch geschenkt. Sie meinte, ich wäre alt genug, um eine kleinen Geheimnisse zu haben. Ich werde jeden Tag etwas schreiben. Wir sehen uns morgen. Es regnet, mir ist langweilig. Mac ist heute nicht in die Schule gekommen. Sie hat Mumps. Schlimm, schlimm. Die Gelegenheit hat Mary gleich genutzt, um lauter gemeine Sachen über sie zu sagen, wie das hässlich. Mac spielte mit dem Handy ihrer Mutter, ohne sie zu fragen. Sie meinte, ich soll doch mit meinem Dad versuchen. Beobachte, was er macht, aber es ist nicht leicht zu sehen. Mac hat gestern Mary ins Glas gespuckt. Ich habe es geschafft, ich habe Dad zugeschaut, um zu sehen, wie er es macht. Gestern habe ich Mac sogar mit meinem Spiel Nachrichten geschickt. Ich habe das Muster auf meine Tafel gemalt, damit ich es nicht vergesse. Ich kann es kaum erwarten, mein eigenes Handy zu kriegen. Dad hat gesagt, ich würde am ersten Schultag eins bekommen. Aber Mom ist nicht wirklich einverstanden. Mac hat eins, aber Mom sagt, dass sie das nur davon ablenken soll, dass ihre Eltern sich nicht um sie kümmern. Was für ein Quatsch. Sie darf Weihnachten und ihren Geburtstag sogar doppelt feiern. Ich hab's satt. Ich bin so glücklich. Wir gehen einen Monat lang in das Haus im Wald und Dad kommt auch. Mom meinte, er hätte versprochen. Das versprochen. Mac will, dass ich sie frage, ob sie auch mitkommen darf, aber ich halte das für keine gute Idee. Ich glaube, Mom mag sie nicht besonders. Ich habe endlich Macs Nachricht entschlüsselt. Wäre einfach gewesen mit meinem eigenen Handy, aber Tyler ist in mich verliebt. Ich bin mir nicht sicher, was ich von ihm halten soll. Abuelita hat mir ein Fußkettchen geschenkt, an dem eine kleine blaue Schildkröte hängt. Das ist so niedlich. Mom will, dass ich Surfunterricht nehme, aber das ist zu lahm. Ich würde lieber daheim bleiben. Sie ist die ganze Zeit ein wenig wütend. Ich spüre das. Ich bin traurig. Gestern hat Mom Dad ziemlich viel angebrüllt und sogar geweint. Wird nicht kommen. Ich habe es satt, dass er immer lügt und Mom zum Weinen bringt. Mom sagt, er hat zu viel Arbeit. Und dass wir hier sind und dass sie das gewusst hätte und auf Abuelita gehört hätte. Ich tue immer so, als ob ich es nicht hören würde, aber Abuelita beschimpft das manchmal mit schlimmen Wörtern. Gestern habe ich Mac im Park mit ihrer Nanny gesehen. Nächste Woche fliegt sie mit ihrem Vater nach Italien. Sie hat so ein Glück. Sie hat gesagt, sie würde mit mir einen Schlüsselanhänger mitbringen. Ihr Vater kauft ihr immer, was sie will. Sie hat so ein Glück.
Maria passt seit Samstag auf mich auf. Dad hat mir erzählt, dass Mom zurückgegangen ist, um sich um das Haus im Wald zu kümmern und Abuelita zu besuchen. Ich habe geweint, weil Mom an meinem ersten Schultag nicht hier sein wird, aber Dad sagt, er würde das Handy kaufen. Ich bin so glücklich. Ich will dasselbe wie Mac. Ich kann keine Pizza mehr sehen. Ah, okay, deswegen der ganze Pizzazeug. Mir tut der Bauch schon weh. Dad will nicht kochen. Er will überhaupt nichts mehr machen. Ich vermisse Mom so sehr. Sie hat mir Pasta gekocht. Ich habe in der Küche Süßigkeiten gefunden und sie alle gegessen. Dad ist traurig. Ich habe mich mit Dad gestritten. Er will nicht, dass ich zu Mac gehe und ich habe es satt, mit Maria rumzuhängen. Sie riecht wie der Kleiderschrank von Abuelita und sie redet nie mit mir. Ich habe geweint und sagte, dass ich zu Mom will. Da ist Dad wütend geworden und hat auch geweint. Also bin ich auf mein Zimmer gegangen. Er sagt, dass es dort bei Mom Schlafenszeit ist. Ich kann es kaum erwarten, erwachsen zu sein und zu gehen, um meine Bäckerei mit Mac zu eröffnen. Tja, ja. Oh. Ah, da hat sie das entschlüsselt, hm? Okay. Die hatte auf jeden Fall eine Vorliebe für Hasen. Did you inherit your mother's artistic talent, June? You must be Smith. Yes. Rickman. Have you found anything? Not yet. This is the girl's room. There's no sign of her. I guess that's a good thing. I'm going to take a look around. Let me know if you find anything. Okay, Smith. Bathroom with a shower and a tub. June's father spoils her. Das Muster war an der Wand, ja. Ist notiert. Okay, haben wir schon mal zwei wichtige Informationen hier bekommen. Ich frag mich, warum das hier kein sicherer Ort ist, um von der Tussi hier zu trinken, ey. Ist doch sonst keiner. Also, I've never been in this part of the apartment before. Poems in Lydia's mother tongue. Mhm. Ah. Münzen. Sehr gut. Können wir gut gebrauchen. Weiß nicht, würdet ihr euch in so einem Apartment-Komplex wohlfühlen? Mir wäre das alles viel zu weiträumig, zu groß und zu meh. Irgendwie ist, weiß nicht. What the fuck? Newsfeed auf dem Spiegel, was? Nee, das ist ja das Allerbescheuertste. Nee, niemals. Kann man in dem Spiel nur trinken, wenn man einen sicheren Ort hat? Ja. Muss doch die Maskerade wahren, Snake.
Willst du irgendwo trinken, wo es die Leute mitkriegen? Und dann Maskeradebruch und Kopf ab? Glaub nicht. Ja? Ermittlungen über Mord von Bacon Hill gehen weiter. Skandal, Hygieneprobleme. Ja. Eigentlich solltest du in jedem Vampir-Game nur dann trinken, wenn es sicher ist. Also, but wenn Vampire the Masquerade Lord zumindest. Ich verstehe nur die Auswahl der sicheren Orte nicht so ganz in dem Spiel hier. Also, warum das eben kein sicherer Ort war, weil wir waren mit ihr alleine. Und, ja. The concept of a laundry basket seems too abstract for some people. Mal kurz duschen gehen. Liebe Lydia, vielen Dank für den Gedichtband von Emily Dickinson, den du mir gesendet hast. Ich lasse mich täglich davon inspirieren. Ich schmökere darin zur goldenen Stunde oder während ich Tee trinke. Wenn Federn ein Symbol der Hoffnung sind, dann muss ich noch länger im Mount Royal Park verweilen. Du musst mich besuchen, und zwar bald, bevor es zu kalt wird für dich, mein Schneevögelchen, und du für den Winter in den Süden fliegst. Du musst los, mein Olok hat frettig gezogen. Gib deiner Tochter ein Küsschen von mir, Emily. Hä? A cell phone. Locked, of course. Okay, es ist also nicht seins, anscheinend. Barrel Underwood, ja, perfekt. Liegt einfach hier so offen rum. Der Herr Underwood ist ein besonders herausforderndes Unterfangen, da er viel mehr über Finanzen weiß als ich. Er sieht mich als bloße Untergebenen und mir ist gegenüber sehr misstrauisch. Er nutzt ganz sicher extrem sichere Netzwerke für seine gewöhnlichen Geschäfte, und das wäre ein Fehler, würde er darauf verzichten. Seit ich für ihn arbeite, hat mich Mr. Underwood regelmäßig auf seine Interessen in der Zuckerindustrie angesprochen. Seine Fähigkeiten in Zukunft zu projizieren ist beeindruckend. Alle seine Handlungen sind gut durchdacht, und ich habe ihn noch nie einen Fehler machen sehen. Neben der intensiven Lobbyarbeit in den Industrieländern zeigen seine jüngsten Finanzoperationen eine geschickte Intensivierung seiner Aktivitäten in den BRICS-Staaten. Insbesondere in Brasilien, Indien und Südafrika haben eine Reihe von Personen, die der Regierung nahestehen, über Briefkastenfirmen oder vertrauenswürdige Mittelsmänner Geld und Sachspenden, Autos, Villen, Schmuck etc. erhalten. Ich sehe dies als einen effektiven Weg, die Kontrolle über die Produktion in kritischen Bereichen zu behaupten und gleichzeitig seine Spuren sauber zu verwischen. Beryl, will you ever change? Seit mehreren Jahren sind Verbindungen zu Mittelsmännern der bewaffneten Miliz in Südamerika festzustellen. Darüber weiß ich nicht viel und würde mich hüten, Mr. Underwood dazu zu befragen, aber die Vermutung, dass es darum geht, lokale Regierungen zu destabilisieren, die der Präsenz der von ihm kontrollierten Unternehmen feindlich gegenüberstehen, liegt nahe. All dies bedeutet darauf hin, dass er nicht nur ein natürliches Gespür für Finanzen hat, sondern auch für ein sehr tiefes Verständnis für die damit verbundenen geopolitischen Fragen. Beryl Underwood ist der Kasparow der Wirtschaft, anderen immer einige Schritte voraus. Das macht ihn besonders schwierig zu durchschauen, auch für mich. Autoschlüssel. Someone tossed a bunch of stuff in this bag in a hurry to leave. Hm.
Poems in Lydia's mother tongue. Okay. What's this? Okay, hier waren wir schon drin. Jason, Lydia, June, in Costa Rica, I think. Welche Schubladen kann man noch aufmachen oder was? Ne. Also die Aussicht ist ja schon geil, ne? Muss man schon sagen. A drafting table. That must be Lydia's desk. Hat sich der Safecode schon wieder geändert? Ja, dieses Mal ist es Junes Geburtsdatum. Okay, ja. Mhm. Bleib heute Nacht nicht meinetwegen auf, Liebling. Wie immer, wir sehen uns einen Film an. Vielleicht sehen wir uns ja, Mittagessen. Ich hab die Nummer für die Vorhänge vergessen. Kannst du mir schicken morgen früh? Immer noch irritiert, dass der Code in dem Handy nicht funktioniert hat. Weil eigentlich müsste das doch da sein Handy sein, oder? Weil ihr Handy, wenn das hier wäre, okay, das da ist auch nochmal ein Handy. Aber was hat der hier für 1000 Handys rumliegen? Also. Und es könnte auch ihr Handy sein. Ups, ne. Vielleicht habe ich noch irgendwie was falsch gedrückt oder so, aber eigentlich müsste das doch der... der Code sein, oder nicht? Andersrum vielleicht? Aha, jetzt auf einmal ging es doch. Ja, ja, das von Eleanor gewählte Muster im Kinderzimmer. Genau, das ist ja das. Das hatte ja beim ersten Mal, wo ich es gemacht habe, irgendwie nicht funktioniert. Aber jetzt sehen wir hier nur die gleichen Sachen, die wir eben gehabt haben. Das ist ein bisschen. Meh. Good evening, Jason. I need you tomorrow night at Nakatomi Plaza. We are getting the family together, and I would like to tell them about our agricultural and food business plan. Round up the numbers and bring them with you. Obviously, this invitation cannot be refused. B. Hmm. Jason, my cousins didn't show up after all. Stay home if you haven't left, or meet me at Hazel's house if you want. Call me back and tell me where you are. Okay. Interesting, interesting. So.
Ja, hier geht's wieder runter. Aber es ist auch ganz gut, wenn wir wieder runtergehen. Was war nochmal hier drin? Ach, hier war der Safe-Raum, oder? Ne, das ist der Weinkeller. Leiche noch mal angucken. A signet ring with a beaver on it. Moore went to MIT. A signet ring with a beaver on it. Moore went to MIT. Sieht der so aus, als hätte der irgendwie eine Wunde am Bein? Irgendwie, keine Ahnung, das liegt halt ein bisschen beschissen, ne? Mach das Ding mal wieder aus. Wir haben ja den Ghoul hier gefunden. Jetzt brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Hier wäre jetzt der andere Safe-Raum. Und wir konnten. Ihn können wir nicht. Jason, Lydia und June. A little family all together. And in large format. Lydia. Radiant and beaming. Ihn hier konnten wir anknabbern. Meet me there. Of course. Will kein Risiko eingehen. Ein Schuss auf der Höhe der Leber. Spannend, habe ich nicht gesehen, aber kann ich mir gerade gleich nochmal angucken. Is burnt around the bullet hole over a wide area. He was shot at point blank range, no doubt about it. Bullet wound in the right hip. Haben wir alles schon? Hier muss es ja auch irgendwo noch die ganzen Akten geben, aber in dem Safe ist bestimmt noch was drin, glaube ich. Hier schon drin? Das war das Kinderzimmer, alles klar, ja. Ah, ja, ja. Ich und Orientierung. Das war das Schlafzimmer. Wer stellt sich sowas Hässliches in die Bude, echt? Generell
mein... Das Treppenhaus, alles klar. Hier war der Ghoul. Hier ist das. Okay. Code eingeben. 04 09 04 09 15. War irgendwas falsch? 04 09 14. Weil eigentlich ist es 2015 gewesen. Habe ich irgendwas falsch? Römisch 5. False Verify, denke ich auch, ja. Nochmal zurückgehen ins Kinderzimmer, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, oder? Oder eigentlich? Das war das, ne? Oder? Ne, das war. Ach, hier, ey, Mann, der Fresse, ey. Muss auch leider gleich auch führen. June's whole life in pictures. 04 09 15. I'll finish here and I'm on my way. Ach, das ist ein Geburtstag. Moment, 8 Jahre. 2011, hä? Kann das sein? Gut gemacht auf jeden Fall, also. Muss man schon überlegen. So, 04 09 11. Danke. Dunham, okay. Die gucken wir uns noch an und dann muss ich leider aufhören, weil dann gibt's Abendessen bei uns. Ich hoffe, man kann auch hier so zwischen speichern mittendrin. Ja. Herrin, Richard Dunham ist im Hinblick auf seine finanziellen Transaktionen recht einfach zu verstehen. Dr. Dunham widmet sich fast ausschließlich seiner Forschung. In diesen Angelegenheiten haben sie von seinen Investitionen nicht zu befürchten. Sie halten sich strikt an die Vorgaben, die sie festgelegt haben. Der größte Teil meiner Arbeit besteht im Auf- und Abbau von Finanzierungsnetzwerken, um jegliche Rückverfolgbarkeit zu verhindern. Es sollte angemerkt werden, dass es einen wachsenden Bedarf gibt, der mit der Ausweitung der Experimente zusammenhängt, die durch seine jüngsten Erfolge ermöglicht wurden.
Zumindest laut dem, was er mir erzählt. Zu diesem Punkt kann ich mich leider nicht äußern, aber aus rein finanzieller Sicht sind die Ergebnisse im Moment noch nicht gegeben. Dennoch setze ich große Hoffnung in die Märkte, die sich durch ihre Impulse in naher Zukunft sicher entwickeln werden. Bitte bedenken Sie, dass die Investitionen, die getätigt werden, kolossal sind. Ansonsten möchte ich mit Dr. Dunham nicht in die Verwaltung seiner Geschäfte ein, solange die von ihm zu guter Letzt... Die von ihm angeforderte Summe schnell an mir bei ihm ankommt. Er wies mich jedoch an, Ressourcen in private Einrichtungen für Menschen mit psychischen Problemen zu stecken. Ich vermute, er möchte seine interessantesten Fälle im Auge behalten. Darüber hinaus hat er ein Forschungslabor gegründet, das sich auf Hypnose spezialisiert hat. Dessen Existenz ist streng vertraulich, da es keine großen Fortschritte gibt. Da er nicht so leicht bereit ist, seine Ideen aufzugeben, besteht er regelmäßig darauf, dass ich meine finanzielle Unterstützung für diese Organisation erhöhe, anbei Dokumente zur Analyse. Zu guter Letzt habe ich mich von kurzem... Zu guter Letzt habe ich mir vor kurzem die Freiheit genommen, die von Kraft Holding zu gründen, um die Einnahmen aus seinen Aktivitäten zu sammeln und sie in zuverlässige Bereiche zu investieren. Allerdings muss ich zugeben, dass die Gewinne bisher geringer ausfallen als erwartet. Gerade eine Institution wie der Salon Rouge in Boston mit seinem unbestreitbaren Erfolg wird von vielen namhaften Mitgliedern ihrer Organisation unterstützt. Und doch spiegelt sich dies nicht in den Konten des Salons wider. Da Dr. Dunham in diesem Punkt eher verschwiegen ist und Mr. Underwood vor kurzem die Leitung dieses Lokals übernommen hat, habe ich keinen Zugang zu genügend Elementen, um meine Behauptung zu belegen. Auch wenn meine Prognosen nicht immer zu 100% zutreffend sind, so können sie doch nicht so weit von der Realität entfernt sein. Die einzige Schlussfolgerung, die daraus gezogen werden kann, ist, dass das Kapital ohne mein Wissen verschwindet. Ich empfehle eine gründliche Untersuchung des Salon Rouge, um Licht in diese wichtige Angelegenheit zu bringen. Okay. Das heißt, Dunham und wie heißt nochmal der Ventrue? Blackmoor haben auf jeden Fall Interesse daran, dass der nicht weiter rumstöbert hier. A thank you letter from Fortress Security after the installation of a system for more. Maybe he kept it for reference. Danke, dass Sie sich für uns entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie mit unseren Dienstleistungen zufrieden sind. Vergessen Sie nicht, Ihr Passwort alle 6 Monate nach jeder Notfallnutzung zu ändern. Bei technischen Problemen steht unsere Serviceabteilung von Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr zur Verfügung. Ja. Ich muss leider los, wird schon noch viel Spaß. Ja, ich muss gleich auch ausmachen, genau. War Moore auch ein Ghoul? Ich denke, nicht ein Ghoul, aber ein Retainer. Also jemanden, der Vampiren zuarbeitet. Ghoule sind ja die vom Vampirblut abhängig gemacht wurden und auch vampirische Kräfte übernommen haben. Hatten wir ja eben gesehen an dem Ghoul, den wir getroffen haben. Der hat ja auch Vampirkräfte benutzt, aber noch kein Vampir ist. So, jetzt gucken wir mal. Kann ich hier speichern? Kann ich nicht. Ich hoffe einfach mal, dass das Ganze nachher wieder hier weitergeht, wo ich hier schon bin und ich das alles nicht nochmal machen muss. Aber ich muss jetzt hier leider raus. Das Spiel wirklich beenden. Zack, ups. Macht's gut, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und vielleicht mache ich das Ganze später nochmal wieder an, aber ich kann es nicht versprechen. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Und danke für den Follow.
Und war ein netter Stream, danke. Danke euch, dass ihr dabei war. Vielen Dank auch nochmal für den Raid. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Morgen Abend gibt es Pen and Paper hier auf dem Kanal. DSA, die Filiason-Saga. Also, wenn ihr da Interesse habt, guckt da auch mal rein. 20 Uhr geht's los. Und ansonsten macht's gut. Tschüss. Schade. Vorbei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.